Moin Leute, grüßt euch. Ja, schon wieder unterwegs heute. Diesmal am Sonntag und zwar mit Zeichen der Vergangenheit, alias Simon, in der Nähe von Rheine. Wir schauen uns mal ein paar öffentliche Lost Places an. Unter anderem sind wir jetzt an einem Ringlok-Schuppen, genau. Der ist zwar Graffiti übersät bis zum geht nicht mehr. Ist egal. Gucken wir uns heute mal an. Super Wetter und vor allem nicht so warm wie gestern. Man schwitzt sich nicht tot. Ja, Leute, und vor allem ist es gerade Brombeeren, die kann man erstmal, ja, sind noch nicht ganz, sind noch grün, glaube ich, aber müssen wir ein bisschen warten. Gut, Leute, ich würde sagen, ich nehme euch mit. Ja, bis gleich. Also ich weiß, wenn du hier hinguckst, das war alles gefahren, das nicht viel ist. Oh Leute, kurze Arme, Mücken. Ach, boah, da ist er ja schon. So. Und ich habe ich die falschen Schuhe heute. Ich will bergsteigen. So, wir sind da, Leute. Ja, Leute, wir sind schon im Ringel schon drin. Der ist ja wirklich urig, liegt hier mitten im völlig eingewachsen. Wahrscheinlich schon ewige Zeit nicht mehr benutzt. Allerdings ist der Wald hochgeschossen. Also das ist wirklich ein uriges Tal, Leute. Hallo, tolles Echo. Ja, schaut euch mal an. Hier waren die einzelnen Spuren. Tolle Stimmung hier drin, Leute. Die kriegt ihr wahrscheinlich gar nicht so mit wie ich. Tja, Leute, hier wäre die Drehscheibe gewesen, wo die Loks verteilt worden sind. Aber wie ihr seht, da ist alles weg. Gar nichts mehr. Ja, Leute, das ist eher, sag ich mal, ein Objekt für Fotos. Weniger, um irgendwelche Sachen zu erklären. Und werde ich auch ein paar Fotostrecken als Videos einführen, weil es hier einfach ein paar tolle Lichteffekte gibt, Fotomotive. Und ich würde sagen, Kamera raus, noch Futterbad raus und die Kamera erstmal wegpacken. Sagt Leute, das ist ein Graffiti-Eldorado hier. Und ich werde mir mal die besten Motive jetzt raussuchen. Seit den 80ern steht das hier alles leer. Ja, komplett entkernt. Bis auf die paar Lampenhalter da oben. Aber das war eben die Wartungshalle für Lokomotiven. Schade, dass die Drehscheibe weg ist. Ja, ich nehme mal an, hier waren irgendwelche Kabelschächte, Maschinenbetten, Generatoren, vermutlich hier irgendwas. Aber natürlich ist alles weg. Ja, hier standen irgendwelche Sachen drauf, die Maschinen waren. Da vorne sieht man auch Elektro, Schränke. Und hier unten sind die Kabelschächte im Boden.
wir haben noch weitere Gebäude hier, die wahrscheinlich der Instandsetzung dienten. Oh, die Leute, diese Stimmung hier, diese Farben. Keller rein, können wir aber nicht rein, stehe ich schon hier. Hier steht überall Wasser drin. Und Frösche sind hier auch drin. Oje, Leute, hier ist alles voller Wasser gelaufen. Und ganz viel Viehzeug ist hier drin. Ist das muschelig hier drin. Ja, wir pischen uns jetzt mal durch hier. Es sind letztendlich leere Gebäude. Alles voll mit Graffiti. Hier sieht es aus wie eine Waschkaue. Wahrscheinlich, ja, hier ist der Duschraum gewesen. Ja, ich filme es mal ohne Licht hier. Das ist die. Hier sind wir in den Duschen drin. Einzelne Duschwannen. Und noch mehr Graffiti, Graffiti, Graffiti. Ja, auf jeden Fall für Fotografen hier wirklich eine tolle Ecke, muss ich sagen, hier gerade schon mal vom Licht her. Das ist hier ziemlich urig. Auch hier sind noch irgendwelche Schuppen. Der Simon knipst gerade. Ja. Da oben werden wir wohl nicht hochkommen, denke ich mal. Die Leitern sind weg. Das wird wohl, ach, das ist keine Ahnung, was das ist. Das ist nach der Zeit nicht mehr erkennbar. Kabelaufhängungen waren auf jeden Fall hier. So. Und so eine Art, ja, sieht gar nicht schlecht aus hier. Wie so ein Glasräumchen. Wie so eine Art Vorraum. Da geht es ein paar Treppen hoch. Upsala, ich fällt mal gleich wieder runter, wenn die oben ist. So, zweite Etage. Ja, kann sich ein Buch nehmen, schön lesen hier. Auch noch ein Loch im Boden. Ich führe euch einfach mal ein bisschen rum, Leute. Es ist alles ein bisschen verwinkelt. Auf jeden Fall, die Lichteffekte hier sind wirklich spitze. So, jetzt der Blick in die Halle rein, mit dem offenen Dach. Hier Leute, hier wo es durch Dach kommt, holt sich die Natur wirklich alles zurück. Hier fängt so ein kleiner Urwald an zu wachsen. Das sieht also wirklich interessant aus. Genau, hier ist ja alles offen oben drüber, wie ihr seht. Die Natur fängt an hier wirklich sich Stück für Stück alles wieder zurückzuholen. Irgendwann wird das alles zugewachsen sein. Ist schon eine coole Location hier. Hier Leute, wir sind nicht die einzigen hier. Hier laufen noch mehr Fotografen rum. Klar, hier sind Fotomotive, Leute, ohne Ende, Winkel, Ecken, Verfall, Mäuerchen, Graffitis, Metallgerüste. Also hier, wer hier nichts findet, ist wirklich selbst schuld. Gibt so viel Motive hier, das Video besteht ja jetzt auch meistens aus Fotos, die ich euch zeige. Mit der Drohne hätte ich vielleicht noch ein bisschen durchfliegen können, aber
Gut, haben wir nicht mitgenommen heute. So. Und hier können wir nicht weiter, weil sonst fahren wir hier wieder runter. So, wir haben ein richtig geiles Graffiti. ADL Crew. Oh, da haben sie richtig mit, genau, Batman als Motiv. Und da drüben ist der Joker. Gotham City. Das ist richtig aufwendig gemacht, Leute. Ja, Leute, die haben sich gedacht, die Graffitis ausgetobt. Aber manche Gebäude sind auch nur noch, stehen nur noch aus den Mauern. Keine Dächer. Alles bemalt, wie ihr seht. Und überall liegen die Sprühdosen rum. Überall Hunderte. Was auch immer das hier ist. Irgendwelche Gebäude waren das mal, was auch immer. Aber kein Dach mehr. So Leute, hier ist noch ein Bunker. Den wollen wir euch noch kurz eben zeigen. Das Ding ist ja vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden. So. Oh, da ist aber so viele Insekten drin, Leute. Da macht es wenig Vergnügen. Und es steht Wasser drin. In diesem Bunker. Wahrscheinlich Zivilschutzbunker. Ja Leute, das war der Ringlaubschuppen. Hier sehen wir raus. Jede Menge Bilder, Motive. Wie gesagt, es ist ein weniger fürs Filmen. Das ist ein Foto, Fotolocation hier. Ja, wir sind nicht die Einzigen hier. Ist klar, das Ding ist bekannt. Wir suchen gleich nochmal einen Bunker. Aber ob wir den finden, ist eine andere Frage. Falls nicht, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Euer Kalter Krieger.